Okay, bei ihm können wir, das können wir da eigentlich lernen. Bring mir was über das Schmieden bei. Auch bloß die schweren Rüstungen, na super. Zeig mir deine Ware. Gucken wir noch mal kurz, ob wir hier vielleicht ein bisschen Gold ergattern können. Tatsächlich 5500. Können wir zum Beispiel hier eine davon geben. Und dann füllen wir das Ganze damit mal auf. Was ist 175? Nee, da brauchen wir vielleicht mal irgendwie hier sowas. 5550, klingt gut. Zack. Okay. Diodes. Mit dem müssen wir noch... Okay, also sie greifen uns jetzt noch nicht sofort an. Das ist positiv. Dann gehen wir nämlich mal... Ich habe nämlich mal geguckt, wo das ist ganz in der Nähe. Wir müssen einfach nur hier rechts rum hier langlaufen und dann müssten wir eigentlich schon vor allen Dingen Untote sehen, aber auch irgendwo eine Höhle. Es sind noch einige an Untoten. So, ich lasse die jetzt aber gerade mal links liegen. Mensch, warum mag das denn gerade so? So, irgendwo muss hier eine Höhle sein. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich zugeben, wo die ist. Aber sie muss wohl ziemlich in der Nähe sein. Und ich bin hier offenbar noch gar nicht gewesen. So, schauen wir mal. Ich glaube, hier drüben ist es dann nicht mehr. Das sieht dann noch ein bisschen arg... What? Es geht... What the fuck? Hier steht einfach mal ein untoter Priester draußen rum. Ja, den können wir natürlich nicht stehen lassen, ne? Also die Entweihung der Priesterschaft, das lassen wir hier nicht zu. Na toll. So. Direkt auf den Hohepriester. Der immer noch ziemlich viel wegsteckt, muss ich sagen. Aber kriegen wir natürlich hin, kein Ding. Solange der hinter uns auch vorbeischießt. Erst recht nicht. So. Mist. Okay, die Skelette habe ich natürlich gerade total verkackt. Ich weiß noch, was ich hier für einen Hass gekriegt habe, als ich in diesen Tempel rein bin und diese Untoten platt machen musste. Gott, war das schrecklich. So, gleich mal auf das Skelett hier mit dem Bogen. Die halten ja auch nicht viel aus, zum Glück. So, eigentlich sollst du den aber erst töten hier, dankeschön. So. Von denen sammle ich auch nichts ein, jetzt nach dem Kampf. Das ist mir dann auch Lust. Sag mal, Junge. Wenn du mir mal sagen könntest, was du da eigentlich veranstaltest. Es kann doch nicht so schwer sein, die paar Skelette hier platt zu machen. Gut. Müssen wir halt mal wieder ein bisschen essen, oder? Ist schon wieder ganz vom Fleisch gefallen. Okay. Den Untoten da drüben lasse ich mal stehen. Ich wollte jetzt bloß wegen dem Hohepriester, das geht so nicht. Den können wir nicht einfach hier rumwüten lassen weiter. What the fuck? Sind wir so nah an... Wir sind so nah an Bakaresh dran? Oh. Das ist ja krass. Gut, ich glaube, da müssen wir mal weiter in die Richtung gehen. Kann das sein? Ich glaube, das ist nördlich von Vensala. Aber da hätten wir das doch schon sehen müssen, oder? Ich gehe nochmal kurz hier unten lang und schaue auf der anderen Seite von dem Felsen hier. Das ist eigentlich das letzte Quest, das wir bei den Assassinen noch offen haben, ja? So, ich hätte nämlich gedacht, das war noch in Sichtweite von Vensala. So, aber das war... Ach, Mensch, ich weiß es nicht. Nee, hier drüben ist nix. Ich möchte das jetzt eigentlich schon noch ganz gern machen, einfach der Vollständigkeit halber. Auch wenn uns der Ruf bei Assassinen natürlich vollkommen egal sein kann. Und wir brauchen natürlich auch einfach nichts eigentlich von denen. Also wir haben genug Gold, wir haben genug Erfahrung, wir haben gute Waffen, wir haben Heiltränke, wir haben alles. Ich weiß auch nicht, wo das hier sein soll. Ich meine, hier ist ja nichts. Hier vorne in der Felswand dort. Aber da steuern wir schon wieder ganz schön auf Lago zu, kann das sein? Ja. Das kann es auch nicht sein. Obwohl hier vorne ist. Ist eine Höhle? Ist das vielleicht hier? Ja! Sehr gut, ich speichere mal. Sicher ist sicher.
Auch wenn wir die eigentlich ohne Probleme hinkriegen sollten. So, aber man, ja, natürlich, der ist schneller als ich. Ist doch logisch. Aber wenn wir die eigentlich ohne Probleme hinkriegen sollten, weil wir einfach... Ja, was wir denen an Schaden zufügen, ist ja Wahnsinn. Weil wir einfach so overpowered sind mittlerweile. Da ist es ja nichts mehr hier. Selbst die schweren Rüstungen, die stecken wir leicht weg. So, da können wir auch einfach mal vollkommen unvorsichtig reinstürmen und alles niedermähen, was uns in den Weg kommt. Nicht wie sonst immer einfach mit Vorsicht, sondern diesmal einfach drauf. Ja, hat auch keiner einen Namen. Also die Leute hier, die sind wirklich einfach nur Räuber. Schieß vorbei. Dankeschön. So. Irgendwie hat er gerade nicht zugeschlagen, als er sollte, aber naja. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier Warenkiste. Das sieht doch gut aus. Das sieht positiv aus, finde ich. Wir müssen jetzt bloß noch die ganzen Kisten zusammensuchen hier. Das wird das Problem. Ach, da hat die ganzen Pfeile in die Mauer, in die Wand geschossen, in die Höhlenwand. Was für ein Held. So, die nehmen wir natürlich mit. Kann nicht schaden. Okay, weitere Kisten bitte. Haben wir hier noch? Hier oben nicht. Okay. Hier vorne schauen wir mal noch kurz. Kann natürlich sein, dass hier noch welche mit liegen im Dunkeln. Was nicht so freundlich wäre, weil im Dunkeln irgendwelche Kisten zu verstecken, naja. Vor allen Dingen liegen hier Leichen rum. Du sollst nicht aus dem Wasserfass trinken. Das muss nicht sein. So, so schlimm geht es uns dann auch nicht, dass du aus irgendwelchen Wasserfässern trinken musst. Aus Wasserfässern zweifelhafter Herkunft. Gut, von denen gibt es sonst nichts mehr Besonderes. Alles her. Wunderbar. Hier haben wir noch eine Warenkiste. Zwei Stück. Und ich nehme an, der Rest ist dann hier unten einfach. Ich glaube, 8 sind es insgesamt. 3 Stück. Und 4. So, da sehe ich auch schon 5 und 6. Und Nummer 7. Und Nummer 8 ist auch da. Schön. Das ist doch ein Traum. So, haben wir das auch noch fix abgeschlossen. Das finde ich großartig, dass wir das jetzt noch erledigen konnten. Vor allen Dingen, dass ich das doch relativ schnell gefunden habe und dass ich jetzt nicht ewig hier rumgesucht habe. So, gehen wir nämlich nochmal fix zu Joris. Okay. Das sollten alle deine Kisten sein. Du bist wahrlich ein großer Mann. Ich danke dir. Ruf 100. Jetzt können wir ein paar Geschäfte machen. Großartig. Wir haben den Ruf von 100. Zeig mir deine Ware. Und gleich werden wir unseren Ruf auf 0 bringen, weil gleich niemand mehr da ist, der uns irgendwie Ruf geben könnte. Oder der unseren Ruf anerkennen könnte, sozusagen. 5000. Hatten wir eigentlich irgendwas aus 5000? Was war halt hier? 5250. Ist ein bisschen zu viel. Machen wir es eben auf eine andere Art und Weise. Und zwar, indem wir hier ein bisschen reinhauen. Klickern wir uns mal einen ab, bis wir ungefähr bei einer passenden Zahl sind. So. Ach. Nee, 5009 ist ja... Ich war jetzt irgendwie auf was anderes aus. Okay, machen wir es so. Quatsch, 5009, nicht 5409. Irgendwie bin ich gerade total verpeilt, ich weiß auch nicht. So, das sollte aber passen. Wunderbar, dann um 19 Stück. Okay. Wir können eigentlich uns den Spaß erlauben und rüber zum Chef gehen hier. Damit der uns direkt angreift. Hey Daro. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Du kannst... große Waffen? Wieso sollten die große Waffen beherrschen? Gut, der kann uns ja leider nicht mehr den Zwei-Waffen-Kampf 2 beibringen. Das kann wirklich nur Ugrasal. So, dann speichern wir mal. Und wagen uns mal in die Nähe vom Grande Chef Julio. Es gibt schlechte Nachrichten. Ich bin nicht mehr bereit, ein Risiko einzugehen. Alle, die in Verdacht stehen, etwas mit der Sache zu tun zu haben, werden getötet. Jetzt müsst ihr. Aber ich hab mich so um eure Stadt verdient gemacht. Warum hast du denn gerade? Warum tust du mir das an? Ich habe euch so geholfen. Das kommt davon.
Hättest du mich in Ruhe gelassen, ich hätte euch verschont. Aber ihr wollt es nicht anders. Nee, ich hätte nicht verschont. Das ist gelogen. So, oh Mann, verdammt. Ich muss echt aufpassen mit diesen scheiß vergifteten Waffen. So, Jules, der hält nicht viel aus. Der ist bloß ein dicker Händler. Ich krieg ihn bloß nicht. So, die Kämpfer, schaffe ich die noch? Ich muss mal schauen. So, jetzt vielleicht. Enzo dürfte nicht so viel wegstecken, hat das eine leichte Rüstung an. Wunderbar. Die Schlacht ist verloren! Okay, das war's schon mit Bensala. Und unser Ruf bei den Nomaden steigt und steigt. Ich meine, gut, wir nehmen gerade bloß die Dörfer hops, ne? Also die halten ja nicht so viel weg. Halten weg, ja, was auch immer. Genau. Als nächstes würde ich sagen, nehmen wir Ben Arai. Ben Arai hat was als Zeichen? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht mehr und ich sehe es jetzt auch gerade nicht. Doch hier, Ben Arai war dieses komische genau das. Ben Arai wird ein bisschen eine härtere Nuss. Denn dort haben wir die Mine noch mit dran. Also ist jetzt auch nicht so ultra hart, aber zumindest ein bisschen härter als Bensala und Lago jetzt waren. Da haben wir ja so gut wie nichts gemacht und haben die Städte befreit. Das ging ja so schnell, da konntest du ja gar nicht schauen. Und irgendwie sind wir hier offenbar schon nicht mehr so beliebt. Ich glaube, ab jetzt können wir wirklich nirgendwo mehr hingehen, wo Assassinen sind, ohne dass sie uns sofort angehen. So, ich höre dann jetzt auch mal auf, alle Leichen auszuplündern, weil es dann doch, glaube ich, ein bisschen sehr viel wird jetzt mit der Zeit. Es sind einfach wahnsinnig viele Leute, die wir umbringen. Muss man auch mal sagen. Ich glaube, da ist Gothic 3 auch mit Abstand das schlimmste Gothic-Spiel, was das Töten von Leuten angeht. Durch diese ganzen Befreiungen und so bringt man einfach wahnsinnig viele Leute um. So, erstmal zu euch hier rüber. Okay, drüben ist noch einer, sehe ich gerade. Mist, 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 Mist. Okay. Erstmal auf den. So, erstmal die mit den Böden. Die will ich erstmal weg haben. So, da drüben ist noch einer, sehe ich gerade. Wer ist der nächste? Daneben. Ah, komm schon, ernsthaft. Noch einer mit Bogen hinter mir? Shit, die haben alle welche, sehe ich gerade. Oder viele. So. Okay, hier muss doch gerade. Hier hat doch gerade noch einer auf mich geschossen. Bleib stehen, du Hund! Habe ich mir das eingebildet? Ich weiß es nicht. So, ich sollte vielleicht mal irgendeinen Heiltrank trinken oder so. Aber ich will das gerade mal durchziehen. Shit, das ist nicht so gut. Dann trinke ich jetzt doch mal was. Und komm, ich nehme mal wirklich einen Heiltrank. Und nicht wie sonst immer bloß mit Fleisch. So. Es ging übrigens daneben, Vasco. Wollte ich nochmal erwähnt haben. So, das war's auch für den. Ich weiß gar nicht, wieso der so viel aushält, der Vasco. Der ist ja, ich meine, der ist ein fetter Händler, der keine Kampferfahrung hat und keine Rüstung an. Navaras müsste viel aushalten. Der ist ja der Obermotz eigentlich. Aber der steckt wieder nicht so viel weg, seltsamerweise. Naja, was soll's. Gleich dürften wir es erledigt haben. Das war's. Ben Arai ist frei und wir haben einen Ruf von 82 bei den Nomaden mittlerweile. Wahnsinn. So, das ist doch ein Traum, oder? So muss das sein. Okay. Ich habe ja gesagt, ich nehme nicht alle aus. Ein paar nehme ich jetzt trotzdem mit. Okay, wir gehen mal gleich bei den Sklaven schauen. Oh, hier hat gerade einer, siehst du mal, hier hat gerade einer einen Erzrohling noch gehabt. Na sowas. Okay, den hatte ich schon hier. Wir gehen mal gerade noch bei den Sklaven schauen hier drüben. Kann auch sein, dass man die mit zur Hilfe hätte nehmen können. Brauchen wir ja aber nicht. Ich meine, sehr gut genug mittlerweile. Wir sind ja doch schon ein Stück stärker, als wir es noch am Anfang waren. Ein kleines bisschen. So, aber hier gab es ja so einen ausgemergelten Sklaven. Wobei, den haben wir doch, glaube ich, in Richtung Lager mitgenommen, oder? Ja, sieht so aus.
Können wir vielleicht trotzdem irgendwie... Nee, ist auch keiner mehr. So, ich würde sagen, ich mache eine ganz, ganz kurze Pause und dann nehmen wir uns als nächstes Braga vor. Mal kurz speichern. So. Und dann bis gleich.